Okay, dann lassen wir es mal zählen. Oh Gott, wo stehe ich jetzt gerade? So, gehen wir mal hier. Das ist, glaube ich, Gas. The hot water heater, it seems to be in good shape. Nee, das ist nicht Gas. Aber hier gehen die Gasleitungen hin. Okay, hier ist irgendwas seltsam. Ist wieder so ein verschiebbares Panel. Guck mal, da liegt was. Hahaha. Graham, for the last year and a half I've been receiving threatening notes from somebody. Okay, seit den letzten anderthalb Jahren habe ich eben halt Drohnotizen oder Drohschreiben bekommen von jemandem, der sich Woodcutter nennt. Weiß Dinge über meine Vergangenheit, die ich in der Öffentlichkeit nie erwähnt habe. After forcing me into early retirement, he now demands that I hand over all of my work. Also sprich, er hat sich selbst zur Ruhe gesetzt dadurch und jetzt fordert er eben halt, die sämtliche Arbeiten übergeben zu bekommen. Letzte Nacht sollten die Materialien übergeben werden. Anstelle dessen habe ich draußen kampiert und den Treffpunkt beobachtet durch meine Kamera mit der großen Linse. Ich kann sagen, oder ich kann nicht sagen, dass ich nicht überrascht war oder dass ich überrascht war, dich dort auftauchen zu sehen. Aha. Ein Ratschlag, nächstes Mal versuchst du es bitte mit dem persönlichen Besitz von jemand anderen und don't arrange a meeting under a bright Street Lamp, I bet the photos will turn out great. Ah, jetzt hat er Fotos gemacht. Aha. Du kannst dir selber Namen geben, du kannst in mein Haus rumspuken und mich bedrohen, wie du möchtest, aber ich werde dir nicht meine Forschungsergebnisse geben. Graham, wenn du sie haben möchtest, musst du mich schon umbringen. Ein Wort der Warnung, es wird nicht so einfach sein, wie du dir denkst. Ich habe einmal einen Mann sein Handgelenk gebrochen mit einem Ball-Peen-Hammer. Und ich habe es sehr genossen, dies zu tun. Ich freue mich, dieses Experiment mit dir zu wiederholen. Aha. Actually, Graham Wellington. Okay. Okay, wir haben das erforscht. Das ist schon mal gut. Wir wissen jetzt, dass er es ist. Die Frage ist nur. Ich habe immer noch keinen Lichtschalter gefunden. Ist jetzt nicht dein Ernst. Da ist doch gar nichts drin. Toolbox empty. Spring Cleaning with Chemistry. Okay, das ist irgendwas Chemisches. Hier. Das sind Wasserleitungen, ja? Muss ich die abschalten? Nein. Eigentlich muss ich ja irgendwo mal hier was ausschalten. Guck mal, hier können wir noch hinlaufen. Oh, ein Brief. Daily Log. Heute habe ich meine Kündigung am College eingereicht. Ich habe alles in die Wege geleitet, dass mein Labor in mein Haus umzieht und die Gefriertruhe am nächsten Dienstag installiert wird. Ich habe alle Schritte unternommen, um mich halt Geheimnisse zu bewahren. Woodcutter may have forced me out of the school, but now the research can continue without his knowledge. Er hat mich zwar eben halt rausgezwungen aus der Schule, aber ich kann meine Forschung weiter durchführen ohne seines Wissens. Ich bin glücklich, dass das Haus so eine interessante Geschichte hat. Aha. Josie kam in mein Büro, als ich zusammenpackte. Sie war aufgelöst, ihr Lidschatten war verschmiert. Ich habe noch niemals eine Studentin so emotional betroffen gesehen. Sie war eine wertvolle Assistentin dieses Jahr und die Forschung wird schwerer sein ohne sie. Ich würde Sie ja gerne einladen, weiterzuarbeiten bei mir zu Hause, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das akzeptieren würde. Diese junge Frau
hat jetzt einen Abschluss in esoterischer Neurowissenschaft im Alter von 23. Was sollte sie in einem alten Mann wie mir gut finden oder überhaupt finden? Aha. Na gut, das hat ja damit nichts zu tun. Was hier? Empty? Chemicals. None of them are labeled. Das heißt, ich muss die noch rausfinden. Als Dad noch am Leben war, sah der Keller genauso aus. Ich finde aber keinen Lichtschalter. Hat jemand schon mal Lichtschalter gefunden? Ich glaube nicht. Hier kommt irgendwie Licht durch. Ach, guck an. Was haben wir denn hier? The freezer is locked with the padlock. Das heißt, das muss ich auch noch rausfinden. Nee. Ich keine Ahnung, ob es hier einen Lichtschalter gibt. Ach, hier ist der Absperrhahn. Warte mal. Aber ich habe kein Feuer. Mir fehlt... Och. Und Licht an. Ah. Sehr gut. Okay. Haben wir abgeschlossen. Jetzt sehen wir auch ein bisschen besser. Ein bisschen jedenfalls. Hier ist so eine Klappe. Und hier war... Ach, guck mal hier. Da kommt die Crank ran. Das macht es jetzt diesmal nicht alleine. Muss ich... Oh, was ist hier passiert? The slot is rusted. Das ist aber nicht... toll. Das heißt, ich brauche noch Öl oder so. Was haben wir hier? Das ist der Water Heater. Hier kommt das alles an. Ich brauche trotzdem noch Feuer. Ey. Sprach er und da fiel irgendwas raus. A box of matches. Die kommen wie gerufen. Da. Das heißt, ich mache das jetzt an und explodiere wahrscheinlich jetzt, weil ich zu lange brauche, um das anzuzünden. So. Haben wir da Schaden? Nee. Oh Gott. Ich hoffe, ich finde raus, was es ist. Halten wir mal die... so, das. Ach so. Kann ich... Ach so, ich glaube, ich muss das direkt reinhalten. Sodiumcarbonat, Sodaasche. Mhm. Danke, dass er das selber hier zusammenfasst. Sodium. Lithiumchlorid. Wer kennt's nicht? Kupfersulfat. Mhm. Sodiumborat. Borax oder Botax? Was steht da? Borax. Keine Ahnung, ich kenne ja Borax. Daneben gedrückt. Toll. Kupferchlorid. Aha. Und jetzt soll ich hier irgendwas bauen. Theoretisch. Aber was? Ja, ich brauche irgendwie Hinweise, was ich mixen soll. Ah, warte mal. Da lag doch ein... Oh. Kann man hier durchgucken? Nee. Da lag doch noch ein Stiel. Aber letztendlich, wo wir jetzt wissen, wer das ist, ne, ist ja auch gar nicht mal so schlimm. Das heißt, wir können ihn ja auch beim Namen nennen, wenn er versucht, uns umzubringen. Ne? Da ist ein Kännchen. Ey, das kann doch nicht sein. Nichts drin. Da ist auch nichts drin. Ja, jetzt bin ich hier unten gefangen. Super. Ich muss jetzt irgendwas erstellen. Theoretisch brauche ich Öl.
Paint. Nothing. Ich klicke mal jetzt hier alles wahllos an. Junk. Random Junk. Okay. Ich glaube, die Antwort liegt nur da hinten. Oder hier? Warum kann ich hier hingehen? Wahrscheinlich wegen dem Lichtschalter. Achso, warte mal. Haben wir hier nicht... Okay, ich konnte Lemon Juice reinmachen. Objectives. Warte mal, hier sind Dokumente, ne? Collected Documents, warte mal. Letters. Profiles, Notes. Research Docs sind nur die. Oh, natürlich ungünstig, dass er dann komplett rausspringt. Letters Cynthia, Crystal Cave, Miscellaneous. Hier war Chemical Flame Test, Notes. Wahrscheinlich brauche ich jetzt ganz was Bestimmtes. Ich brauche jetzt wahrscheinlich was ganz Bestimmtes. Okay, davon gibt es bis drei. Ah, okay. Daily Logs, da haben wir noch nicht alle. Blackmail Notes, Research Docs. Musings, das sind unsere eigenen. Profiles brauchen wir nicht. Notes to Joe, warte mal. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Lens Note, Notes to Joe, Warning. I know behind your read... okay, das ist das. Nee. Hey, 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 Bobby. Work Order. Nee, das ist das. Nee. Tja, was soll ich denn hier bauen? Ich kann jetzt nicht einfach wahllos hier Sachen reinwerfen, oder? Nee, Welt ist es bereit. Oh, mal gucken. Ich probiere es einfach alles aus. Paste for removing rust. I don't need these other... Da, danke schön. Okay, einfach mal probieren. Jetzt haben wir etwas um die Tunke. Genau. Kannst du die leere Seite jetzt nicht. Nee, ja, hätte ich auch gedacht, aber ich glaube, die ist eher in Zitronensaft. Halt, warte mal. Hitze. Moment, Moment. Der Hinweis ist schon gerade richtig. Nee, wir haben jetzt hier auf alle Fälle eine Tinktur gemacht, warum auch immer. Wahrscheinlich gab es irgendwo einen Hinweis, dass man Rost, also hier Rostentferner produzieren kann. Wir haben hier eine Flamme. Das ist Hitze. Wenn das das ist, was ich denke. Ja, es ist ein Versuch wert. Eine versteckte Nachricht erscheint. Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert. Dear Josie, danke für den Limettensaft hier. Ne? Das ist das erste Mal, dass ich eine Geheimnachricht schreibe und ich hoffe, das funktioniert. Heute brachte ich Bullard seine wöchentlichen Einkäufe und erneut weigerte er, mich zu bezahlen. Es ist jetzt schon ein Monat her. Er behauptet, dass er eben halt pleite ist, aber ich glaube ihm nicht. Meine Familie muss auch Rechnung bezahlen und du weißt,
Er hat niemals einen weißen Jungen weggeschickt, ohne zu bezahlen. Ich kann so nicht weitermachen. Meine Mutter hört Dr. Martin Luther King, ne, im Radio und fast jede Woche. Und sie sagt, we've got to vigilant but peaceful. Wir müssen ihm halt, nach draußen, also hier aus uns herauskommen, ne? Aber eben halt friedlich. Aber ich bin müde, friedlich zu sein. Wenn jemand dich nicht bezahlt für deine Arbeit, denke ich, sollte man eben halt aktiv werden. Oh, nicht, dass er böse war. Nächstes Mal, wenn ich vorbeikomme und bezahlt Bullard seine Schulden oder eben halt, wir werden ein paar ernste Worte miteinander wechseln. Vielleicht auch mehr als nur Worte, aber sorge dich nicht um mich. Ich werde vorbereitet sein. So, ich mach mal hier. Können wir ausmachen. Sonst nicht, dass hier alles explodiert danach. Jedenfalls haben wir jetzt einen Rostentferner. Und den wissen wir auch zu benutzen. Und zwar hier an der Kurbel. Und wer weiß, was hier rauskommt. Da ist die Paste. So, die Paste hat den Rost gelöst. Ich kann jetzt die Kurbel bewegen. Es ist wieder eine gute Zeit, meine Notes zu reviewen hier. Cynthia Pac-Man wanted money, research and apology retribution. Geld wollte sie. Na klar, wollte sie das. Es hört sich so an, als ob Cynthia ganz tief verschuldet ist. Sie hat Ballards komplettes Anwesen geerbt. Could she have done it? Wäre es möglich, dass sie es war? Graham Wellington has a secret. He was fired. He's in love with Josie. He's being blackmailed. He's a woodcutter. So, das ist es. Has been trying to steal Bullard's research for himself. He must have murdered. Genau. Bullard was being blackmailed about Cynthia. Somebody named James Lowry. His relationship with Josie. Nee, mit dem James Lowry. Genau. Wer ist James Lowry and why did Bullard want to keep his existence a secret? There's more to the story. Ach, weißt du, was ich glaube? Und zwar, er heißt gar nicht Bullard, sondern der andere, der Lowry, also er ist Lowry, der auf dem Foto, das ist Bullard. Hat die sich überhaupt das Foto angeguckt, ob das ihr Vater war? Nicht, dass der Lowry nur die Identität von Bullard angenommen hat. Das könnte eine Möglichkeit sein, die erklärt, warum er genauso heißt. Okay, das ist nur reines Gehen hier. Oder, warte mal, wir hätten... Okay, aktuell keiner. Kanalisation. Oh. Alter. Hab ich mich erschrocken. Welche Richtung ist jetzt die richtige? Ich glaube, die da, ne? Oder? Okay, ich habe mir jetzt so doll gedreht hier. Ich glaube, so. Ja, da muss ich lang. Ach, Mann. Ja, der Typ ist echt schlimm. Ich mag eigentlich so die Spiele gar nicht, weil die machen mich immer gleich wieder 3-4 Jahre älter. Oh. Vor allem weiß der, wo wir sind. Der sucht uns. Wo sind wir jetzt hier? Bootshaus oder was? Was ist das? Können wir das aufmachen? Oh, hier ist eine Notiz. Oh, mal wieder eine blanke Seite. Toll. Das heißt, ich darf wieder komplett...
Kann man die öffnen? Nee. Das. Eine Säge. The blade is rusted and useless. Das heißt, ich brauche noch eine Säge. Halt, ist der Mülleimer aktiv? Nee. Das war ein bisschen zu weit, aber ich glaube, ich muss dann wieder komplett zurücklaufen. This is the device bullet was killed for. I need to figure out why it is so valuable. Wir drücken einfach ein paar Punkte. Weird device in the dining room. Hier oben ist noch ein Zettel. The main pot of the apparatus is complete. Also der Hauptpot ist, oder die Hauptanlage ist aktiv. Heute habe ich jede einzelne individuelle Verbindung getestet, aber wir werden erst wirklich wissen, ob es funktioniert, wenn wir Vollmond haben. Wir haben aktuell Vollmond, haben wir ja gesehen. Die Wetterbedingungen, die dafür benötigt werden, sind sehr sensibel. And artificial system is proving harder than we predicted. Okay, I must treat carefully now. Should Woodcutter know what the apparatus is functioning? That the apparatus is functioning, I would have no chance of stopping him. We must keep the work secret. I rarely venture from the house now. The device is too valuable to leave unguarded. Deswegen bleibt er halt im Haus. Ah, deswegen ist er nicht gegangen, denn er beschützt die Maschine. Graham called again today. He knows I'm up to something. He tried his best to warm some details out of me, but his attempts at the man is an incompetent scientist, but an even more incompetent liar. Okay, er vermutet schon, dass Graham Dinge vorhat und stuft ihn eigentlich schon richtig ein. Josie volunteered vigorously to be the first test job, and I readily agreed. It's not going to work the first time anywhere. Aha. Gut. Kann es sein, dass da jemand sich reinlegen muss oder so? Ich gehe mal hier hoch. Mal sehen, was. Oh.